von Rainbow Friends hat uns schon immer interessiert. Also mich auf jeden Fall. Und Leute, falls ihr Bock habt, schauen wir uns die heute an. Nein, wir schauen uns die heute auf jeden Fall an. Lasst ein Like da. Viel Spaß. Kuss. Und wir gehen rein. Diese Videos. Oder dieses Video ist von GameToons. Die kann er gerne auschecken. Und man sieht hier schon, hab einen bunten Tag. Und da ist irgendwie so ein Drache in der Nähe. Und, oh Gott, da ist Green schon. Irgendein Typ ist jetzt hier in dieser Fabrik drin. Da kommt Blue. Und alle verfolgen ihn, ne? Wo ist Purple eigentlich? Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ist er jetzt in diesem komischen Room, wo Blue später einen verfolgt. Ne? Da ist Purple. Oh Gott. Da kommt jemand reingelaufen. Er sagt, hey, ich wollte hier nicht einbrechen. Das war nicht meine Idee. Und da sagt jemand, na du Hühnchen. Oha, ich glaube, die haben ihn so ein bisschen erschrocken oder so, ne? Aber komisch. Sagt auf jeden Fall, dass sie in ernsthafter Gefahr sind. Und sie sagt, ja, entspann dich mal. Bin mal gespannt, was da jetzt so passiert, ne? You've never heard of this place? You've never heard of them? Die fragt selber, hast du noch nie gehört, was das für Leute sind, ne? Und er sagt, ja, ich mag so einen Kinderkram nicht. Und diese Geschichte, die jetzt erzählt wird, ist auf jeden Fall krass, sagt sie. Ich bin gespannt, bin gespannt. Da war Purple. Es gibt sie doch. Tja, Rainbow Friends war einmal in dieser Oddworld die beste und größte Beschäftigung für Kinder. Ne? So ein Freizeitding einfach. The Rainbow Friends came first. Die Rainbow Friends waren allerdings als erstes da. Vor einer langen Zeit, also ganz langer Zeit, gab es einen Typen, der diese Rainbow Friends gemacht hat. Aber halt, das waren so Leute, ne? Die hatten so Kostüme an, haben da getanzt und die Kinder unterhalten. Und alles war gut. Das Geschäft lief und alle mochten Rainbow Friends. Ich mag sie immer noch. Tja. Ah, okay. Oddworld hat den Rainbow Friends Konkurrenz gemacht, sozusagen. Und dann ist das Business so ein bisschen zusammengebrochen. Und ja, dann ging da natürlich keiner mehr hin, ne? Und der Manager, Alter, der war richtig verschuldet und hatte nur noch Rechnungen. Man sieht das Chart da oben, ne? Und niemand hat dann die Rainbow Friends gespielt. Ist klar, der konnte ja auch nicht mal bezahlen, ne? Jetzt muss er sich was einfallen lassen. Und ja, als er dann halt alleine war, hat er einen finsteren Plan entwickelt. Uiuiuiuiui. Er hat dann anscheinend irgendwie brutalste Tiere gemacht. Also hier zum Beispiel, ne, dass der extrem flexibel ist, der Grüne und so weiter. Also für alles so ein bisschen so Pläne entworfen, wie diese Charaktere sein sollen. Und da stehen so Patientennummern unten rechts. Ne? Sieht man hier, Patient 3841, Seite 4. Und Blue ist der Name, sieht man hier so schlecht. Und ja, da hat dann hier quasi so ein Konzept erstellt. Blue sollte eigentlich vier Arme haben. Und jetzt kommt ein Typ und sagt, hey, ich habe gehört, Sie suchen Hilfe. Aushilfe gesucht so? Und er sagt, ja. And guess what? We're ready to give you an interview. Er sagt, komm zum Vorstellungsgespräch. Just make a right at the sign. Oh, hauaha. Was hat er mit diesen Leuten gemacht? Er hat das, er hat das Schild gewechselt von Oddworld darüber, sozusagen. Und ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der sich für Oddworld bewerben wollte oder für den Typen. Es kann sein, dass er für Oddworld sich bewerben wollte und wurde da jetzt hingeleitet. Er hat einen Unfall gebaut und sagt, bitte helf mir. Und er sagt, hey, du hast den Job. Zieht ihn weg. Bringt ihn wahrscheinlich in sein Rainbow Friends Play Palace. So soll es von draußen ausgesehen haben. Sehr interessant auf jeden Fall. Und da ist er. In einem Labor. Und der verrückte Manager ist auch zeitgleich einfach ein Wissenschaftler. Oh, verwandelt er den jetzt? Das ist natürlich richtig krass. Oha. Das wird jetzt wehtun, sagt er. Und er setzt ihn den Kopf auf. Und aktiviert einen Schalter. Und jetzt wird er mit dem ganzen Körper verbunden. Das ist krank. Und da ist jemand, der blind ist anscheinend. Und der leitet den da auch hin.
a blind man. Alter Schwede. Einfach der blinde Mann. Und Orange, das war so ein Typ, der gerne essen mag. Und Purple war jemand, der so richtig schnell ist, ne? Und so, hat sich im Wind versteckt. Deswegen sind die Leute so, wie sie sind. Uff. Alter Schwede. Das ist so heftig. So sind die entstanden, Leute. Der Manager hat einfach Leute entführt, ne? Und jetzt sagt er, kommt die große Neueröffnung. Kommt vorbei. Und die Leute gehen da natürlich hin. Und jetzt sind diese Charaktere viel authentischer. Sie sehen so echt aus. Uff. Und der Manager sagt, ja, das liegt daran, dass sie wirklich echt sind. Und da sind sie alle noch lieb. Die Frage ist, wie? Warum sind die so böse geworden? Ne? Muss man jetzt mal gucken. Money Leaf. Manager hat wieder viel Cash in den Tash. Aber jetzt. Alright, you got your guests again. Turn us back and let us leave. Jetzt wollen die Rainbow Friends, dass er sie zurückverwandelt. That transformation was permanent. Er hat gesagt, diese Transformation war für immer. Und ich denke, die wissen, was die jetzt machen. Well, if we can't go anywhere else, maybe it's time we made another friend. You know, so we don't. Jetzt wollen die einen neuen Freund machen. Er ist so rot entstanden. After all, there is one more costume. Come on, gibt es noch ein Kostüm? Oh mein Gott! You're not thinking what I think you're thinking. Die machen ihn jetzt zu einem von denen, weil die da nicht mehr weg dürfen. Weil die für immer verwandelt sind. Er läuft. Alter Schwede, was für eine krasse Story, Mann. Das finde ich richtig krass. Die sind falsche Tür gegangen, aber Purple war noch nicht da. Stimmt's? Oh, really? Oh, oh. Purple. Tja. Und so sind die alle entstanden. Heftig. Was für eine crazy Story, Alter. Und das ist so diese Geschichte, wo diese beiden jetzt sind, die da angeblich passiert sein soll. Und er erschreckt sich schon vor so einer Puppe, ne? Natürlich, wenn man das einem an diesem Ort erzählt, ist es, glaube ich, gruselig. Bin mal gespannt, ob die beiden jetzt gehen. Da steht hinten jemand! Alter, raus da, Leute! Und jetzt wissen die, dass das bittere Realität ist. Da ist ein Schild. Orange kommt von der linken Seite, die können eigentlich nur rechts gehen. Und da kommt Purple. Die laufen vorbei, okay. Ja, aber ich dachte, Green sieht nichts. Gehen in die falsche Tür rein. Hä? Rot ist ja auch noch da, ne? Mittlerweile. Und das Schild wurde getauscht. Oha, was für eine coole Story. Und jetzt sind die beiden einer von denen. Krasse Story für den Chapter 2 Trailer, muss ich ehrlich sagen. Leute, das war's auf jeden Fall mit der Geschichte von Rainbow Friends. Ich fand sie sehr, sehr nice. Wenn ihr das auch so gesehen habt, lasst ein Like da und über ein Abo freue ich mich. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft solche Videos nicht mehr. Dickes Küsschen geht raus. Denno, out.